Moin liebe Fotofreunde, herzlich willkommen in einem neuen Video, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ist fast, sage ich mal, Ende Oktober, der Herbst ist ja voll in Gange und ich bin mit euch mal wieder raus in den Wald gefahren. Mein Motiv sind heute Pilze, alles so in der Art, also kleines Gesträuch, was sich am Boden des Waldes aufhält, wächst, gedeiht und die Herbstfarben natürlich auch. Einfach mal schauen, was wir da an tollen Sachen einfangen können. Wenn euch das gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt und ich melde mich in einem neuen Abschnitt wieder. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Einfach bei Rheinbeck unser Lieblingswaldstück, wo wir ganz gerne mal hinfahren. Wir haben es von Hamburg nicht so weit. Gut, wir sind hier schon schön rumgelaufen, konnten die ein oder anderen Pilze wirklich finden. Man muss nur die Wege so ein bisschen verlassen, so ein bisschen in das Gestrüpp reingehen und dann findet man auch welche. Den Heiligen Gral für mich habe ich auch gefunden und das ist für mich einfach der schönste Pilz, das ist der Fliegenpilz. Ich will mal gucken, kriege ich das mit meinem Finger hin. Ich weiß nicht, ob ich es sehen kann, aber ich glaube, da müsste er stehen. Da hinten steht er, hinter diesem Baum steht der Heilige Gral, der Fliegenpilz. Und das Schöne ist, das Ding ist noch nicht angeknabbert und man konnte ihn ganz gut fotografieren. Unterwegs bin ich natürlich bei solchen Sachen wieder mit meiner 2-Gramm-Matte. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr euch vor diese Pilze hinknien müsst, in diesen weichen, durchnässten Waldboden. Entweder habt ihr die richtige Kleidung dafür an. Weiß ich nicht, so eine Regenhose oder was es da gibt. Ich schleppe damit nicht rum. Das Ding habe ich mal wieder eingepackt, weil ich wusste, ich werde mich hinknien. Gibt es in jedem Baumarkt für Euro? Ich weiß es nicht, ich habe den schon länger. Hatte ihn auch teilweise immer hinten an meinem Rucksack dran, bis ich dann irgendwann gesagt habe, nee, ich nehme noch die Sachen mit, wo ich jetzt vorhabe, das und das zu machen. Und dann werde ich die Sachen auch einpacken, die ich dafür wirklich verwende. In diesem Falle ist es natürlich mit den Pilzen der Waldboden und der ist nun mal nass. Und da habe ich mir gesagt, den nimmst du mit, das hängst du dir da wieder ran und dann kannst du dich da schön hinknien. Gut, Bilder habe ich gemacht von diesem Fliegenpilz. Die werde ich hier nach gleich mal einblenden und auch noch ein paar andere. Und unterwegs bin ich wieder mit meinem, jo, ich sag mal für solche Sachen Liebling allgemein, ist das 24105 F4 von Canon. Ich werde den Namen mal hier mit reinmachen. Könnt ihr mal nachgucken. Ansonsten ist in meinen Videobeschreibungen auch immer unten zu sehen. Ich werde da immer, oder ich schreibe immer rein,
was ich mitnehme auf meinen Touren, was ich dabei habe. Und zwar nicht, was ich habe, sondern das, was ich auch dabei habe und benutze. Die Sachen werden immer unter das Video mit reingeschrieben. Und da könnt ihr auch mal nachgucken. Also in der Videobeschreibung findet ihr das Ganze dann. Ja, ansonsten, was noch dazu ganz gut ist, ist so Videoleuchten. Ich habe auch eine dabei. Wartet mal kurz, die habe ich jetzt gerade nicht dabei. Die ist hier im Rucksack. Es gibt da verschiedene Arten von. Ich habe eine mit so Streukappen drauf. Da kann man auch verschiedene Lichtstärken einstellen. Und warmes Licht kann man einstellen, weißes Licht kann man einstellen, also kalt und warm, was ja auch mal ganz gut kommt. Und so kann man natürlich dann, wenn man an den Pilzen ist, ihr seht es hier selber, kann man die schön anleuchten von der Seite und eigentlich mal so ein bisschen warmes Sonnenlicht oder allgemeines Licht produzieren, was vielleicht sonst nicht da wäre und der Pilz ein bisschen im Schatten liegt. So kann man dann die Pilze ein bisschen ausleuchten. Mit so Spot-Taschenlampen geht das auch ganz gut, wenn man dazu noch ein Gestell holt und der Pilz ein bisschen höher steht auf so einer Baumwurzel, dann kann man die von hinten anleuchten und viele Pilze sind lichtdurchlässig. Und wenn man dann vom Boden hoch fotografiert in diesen Pilzdeckel hinein, dann scheint das Licht dort durch und die Lamellen sind schön zu sehen. Solche Pilze habe ich hier jetzt noch nicht gefunden und die ich hier gefunden habe, stehen auch alle nicht irgendwie so hoch, dass das funktioniert und den Spot habe ich auch nicht dabei. Aber ich weiß, dass es funktioniert und irgendwann werde ich mir den auch nochmal zulegen. So eine schöne LED-Taschenlampe in verschiedenen Einstellungen. Dazu den entsprechenden Halter und Stützen hat man oder kleine oder Stative hat man auch immer dabei. Da gibt es natürlich auch verschiedene. Ich gucke mal gerade. Ja, ich habe hier auch wieder so einen. Das sind dann so diese kleinen, die man irgendwo kaufen kann. Die sind auch ziemlich stabil. Das reicht oft. Da ist ein Kugelkopf drauf. Man kann verschiedene Sachen draufschrauben. Zum Beispiel auch diese Lampe hier, die hat genau diesen Gewindezuschnitt. Die passt da genau drauf und ja, ist eben aus dem Fotozubehör und dann ist meistens vieles passend, was die Gewinde angeht. Gut, wir werden jetzt hier noch ein bisschen weiterlaufen. Ein paar Bilder habe ich euch schon mit eingeblendet von den ersten Stücken. Das mit dem Fliegenpilz, das mache ich jetzt hier gleich. Und wir werden den Waldweg hier noch ein bisschen weiter runterlaufen. Mal gucken, was uns da noch alles vor die Linse kommt. Ich habe auch noch ein paar Bilder gemacht, wo ich diese Herbstfarben so ein bisschen mit den Blättern und so weiter eingefangen habe hier. Und die Bäume mit dem blauen Himmel und das fand ich auch ganz nett. Die Bilder habt ihr, glaube ich, schon gesehen. Gut, aber jetzt geht es erstmal in die andere Richtung da hinten weiter und ich melde mich nochmal in einem neuen Abschnitt. Schön, dass ihr dabei seid. Es geht weiter. Bis gleich. Thank you.
Fotofreunde, 2 Stunden später und wir sind wieder am Auto, wir sind am Parkplatz. Dieser Parkplatz heißt hier übrigens Hasenkantine. Ihr könnt das eingeben bei Google, dann wird das Navi euch hier hinführen. Ist nicht weit weg von Rheinbeck und auch nicht weit weg von der A24 Richtung Berlin. Von der Autobahn, glaube ich, 7 Minuten ungefähr ist man hier. Dafür ist hier in dem Wald, wenn man hier rumläuft, nach ein paar Metern Ruhe. Wir stehen jetzt hier natürlich am Parkplatz, da ist natürlich die Straße zu hören. Aber hinten weiter hört man davon nichts mehr. Gut, wir konnten hier schön rumlaufen. Das Wetter hat mitgespielt. Tolle Bilder haben wir auch eingefangen. Habt ihr ja schon einen Teil von gesehen. Und ich denke mal, ein paar werde ich hier noch einblenden. Und das soll es aber dann für heute gewesen sein. Gut, ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns in einem neuen Video wieder. Abonnieren könnt ihr immer noch hier unten. Da ist ein Button, den könnt ihr drücken und die Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr immer wieder mit, wenn ich ein neues Video poste. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat und ihr lasst mir ein Like da. Mal gucken, wo es uns nächste Woche wieder hin verschlägt und ich würde mich freuen, euch dann wieder zu begrüßen. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute, euer Kai. Tschüss.